Hi Freunde, willkommen zurück zum nächsten Part mit Sigmar Olmütz in Tschechien. Wir sind schon voll in Richtung Transferschluss unterwegs. In diesem Part sollten wir noch ganz normal Transfers tätigen können. Im nächsten Part müsste dann schon Schluss sein. Und wir sind noch nach wie vor auf der Suche nach einem Torhüter und eventuell noch einem Linksverteidiger, wenn ich das jetzt noch richtig im Kopf habe. Dementsprechend dürfte das Ganze noch spannend werden. Ja, ich würde sagen, wir steigen jetzt einfach mal ein in den Part, ganz locker. Schauen mal die E-Mails an, da gibt es nämlich auch ein bisschen was Neues, was die Torwartposition angeht. Leider muss man dazu sagen, denn man sieht hier, dass, also hier sieht man, dass unser Sportdirektor, den ich gebeten habe, quasi ihn als Transferziel zu nehmen, dass er versucht, Strebinger unter Vertrag zu nehmen, unsere Nummer 1 Wahl als Torhüter. Das Problem ist, dass er abgelehnt hat. Er ist jetzt momentan noch zur Probe bei uns, aber Strebinger hat ja abgelehnt, unter anderem, weil ich so vielen Spielern, oder so viele Spieler eingeladen habe, wie auch immer, und daraus nichts geworden ist, so quasi falsche Hoffnungen machen in der Richtung. Und dementsprechend, ja, will er momentan nicht mit uns verhandeln. Hilft alles nichts. Ja, dann da zusätzlich hier noch ein junges Talent wieder verletzt, 7 bis 9 Wochen. Jemand von euch in den Kommentaren hat auch schon geschrieben, dass es ihm auch vorkommt, dass das auf jeden Fall in diesem Jahr deutlich mehr Verletzungen sein sollten als im letzten Jahr. Und das ist halt ja, keine coole Nachricht, finde ich. Ja, die Torhütersuche ist auch schwierig. Der Lino, den einige von euch gerne gehabt hätten, habe ich gerade nachgeschaut, hat beim HSV unterschrieben. Dementsprechend fällt der leider auch weg und torhütermäßig wird es dann schon dünn. Der wäre noch ganz interessant, aber ja, wir sehen hier die Scouting-Berichte, also 2 sollten wir uns zumindest anschauen. Aber das ist alles nicht besser als das, was wir haben. So ehrlich muss man sein. Also, bei allem Respekt, der ist eigentlich ganz interessant. Ersatzkeeper von Viktoria Pilsen. Nee, Stammkeeper. 61.000? Ja, der hat sogar Champions League gespielt. Ich schätze nicht, dass wir den bekommen, um ehrlich zu sein, wobei der Vertrag ausläuft. Aber wir können ihn mal scouten. Ich packe ihn auch auf die Auswahlliste fürs nächste Monat. Ich werde auch die Scouting-Prioritäten. Gut, wir scouten nicht viele. Dementsprechend brauchen wir nicht unbedingt Prioritäten, aber ich schiebe ihn nach oben, damit wir vielleicht noch alles über ihn erfahren. Ihr seht hier schon, wir haben jede Menge Spieler auf der Torhüter-Position, die wir momentan scouten. Dazu noch den hier, Buchwaldek, 26-jähriger Tscheche. Ja, können wir mal lassen, aber eigentlich sind wir offensiv ganz gut bestückt. Vornrum sind wir ganz gut bestückt. Sind wir schön im Leben, oder? So, dann schauen wir noch wegen Linksverteidigern. Vielleicht ist da noch irgendjemand auf der Transferliste. Naja, den müssten wir scouten. Der ist recht groß. Könnte sein, dass der vielleicht dann eher was fürs Zentrum ist. Der Rest ist jetzt nicht so super spannend, zumindest rein preislich, muss ich sagen. Josh Flint können wir uns anschauen. Wenn du bei solchen Marktwerten unterwegs bist, dann kannst du schon davon ausgehen, dass das eher nichts ist. Dann schauen wir jetzt noch generell auf die Linksverteidigerpositionen. Marktwert ein bisschen weiter runter, was sich da noch so tut. Der für eine Verletzung bis zu 3 Wochen. Können wir mal scouten, aber ist, glaube ich, nicht so super interessant. Simon Pirkel, das war so eins meiner Lieblings-Linksverteidiger-Talente in Österreich. Der war noch bei Wacker Innsbruck. Aus dem ist leider auch nie so was ganz Großes geworden. Habe ich immer schade gefunden. Fand den immer sympathisch. So, wen haben wir da? Sané. Rechts und links kann der spielen. Sowas finde ich halt cool, wenn der so vielseitig ist. Die Frage ist. Ich meine, wir haben den Slama, der ist ja quasi Stammspieler links hinten für mich. Dann haben wir noch den 37-jährigen Webrek, der ist zwar technisch ganz gut, aber ja, vor allem körperlich nicht mehr so wirklich vorhanden. Ja, und rechts sind wir ja mit dem Schwatzal ganz gut besetzt. Aber diesen Mané so als Sané hat er, glaube ich, geheißen, oder? Bin mir gerade nicht sicher. Den so als Backup. Wer ist unser Rechtsverteidiger Backup? Jetzt bin ich gerade. Patrick Dressler, genau, ganz vergessen. Ja, der ist sowieso nicht der Stärkste, aber er ist auch wenigstens günstig mit seinen 23.000 und Spieler für die Breite. Aber theoretisch könnte man schon versuchen, den irgendwie zu bekommen und eventuell auch auf Leihbasis.
Da hätte man eine Kaufverpflichtung dabei in der Höhe von 500.000. Vielleicht sind die 500.000 ein Indikator dafür, wie viel die gerne hätten für ihn. Problem ist, die haben wir halt nicht mal annähernd. Könnten dann nur schauen. Also für das würde ich ihn natürlich nehmen. Beteiligung am Weiterverkauf gerne 10%. Die fordern 1 Million. Gut. Da muss ich mal zurückziehen. Das wird nichts. Was wir generell machen können, das habe ich noch gar nicht bedacht, ist, dass wir mal auf die Leihliste schauen, so allgemein. Weil vielleicht gibt es für irgendeine andere Position noch irgendjemand Interessanten für uns, den wir bisher noch so gar nicht am Schirm hatten. Stürmer sind wir, glaube ich, das ist die einzige Position, auf der wir wirklich gut besetzt sind. Jakob Klima, Rechtsverteidiger, kann man sich anschauen. So. Den haben wir von Olympiakos. Androutsos, ganz guter Rechtsverteidiger. Der will eigentlich seinen auslaufenden Vertrag nicht verlängern und abwarten. Wäre vielleicht auch was für uns. Was ist denn das? Also der wird nicht empfohlen. So. Nur noch ein Torhüter. Ja, das Problem ist halt wirklich, es hat halt auch keiner so richtig Bock zu uns zu kommen. So ehrlich muss man auch sein. Gehen wir nochmal auf die Leute, die auf der Transferliste sind. Da hätten wir eben ihn hier, der leider noch zu schwach ist. Ja. Und den Linksverteidiger Josh Flint. Müssen wir mal schauen, wie stark der ist. Gehen wir da mal auf die Scouting-Prioritäten, dass der eben auch demnächst mal gescoutet wird. Genauso. Also hier ist Josh Flint. Genauso wie Jakob Klima und der Linksverteidiger aus den Niederlanden, Seymour oder Seymour. Und dann gehen wir jetzt mal voran. Wir haben jetzt das Spiel gegen Slovačko Staré Mesto. Schauen wir mal, wie das hier wird. Momentan sind wir ja gut drauf. Danach haben wir das Spiel im Pokal gegen einen Amateurclub, bevor wir gegen Sparta Prag spielen. Dementsprechend möchte ich dann, ja, ich werde es riskieren, dass wir komplett durchwechseln. Gerade gegen einen Amateurclub muss nicht unbedingt. Und vor dem wichtigen Spiel gegen Sparta Prag müssten wir echt irgendwie noch Gas geben. Strebing hat noch immer. Ach, das ist so ärgerlich. Das ist so ärgerlich, dass das nicht funktioniert. So, also wie schaut es aus mit den Verletzten? Wir haben nach wie vor den Verletzten Vid Benesch, was sowieso klar ist mit dem Kreuzbandriss. Leider fällt auch Xavier aus mit bis zu 4 Wochen. Das ist natürlich alles andere als optimal. Deswegen haben wir Sip und Navratil im Moment drin. Breite und Zedlak im zentralen Mittelfeld passt ganz gut. Webrek links hinten, nee, Slama, lass mal Webrek unter der Woche spielen. Dongo Bokorni, Vonne Rusek Schittil, das passt eigentlich alles ganz gut. Ich kann überlegen, ob ich noch irgendwen übersehen oder vergessen habe, aber ich glaube nicht. Machen wir es mal so, spielen wir jetzt mal gegen Slovačko Staré Mesto und dann, ja. Dann gehen wir im Pokal weiter. Aber das wird jetzt mal extrem wichtig. Also ich hoffe mit unserer tollen Offensive, dass das hier ganz gut klappen wird heute. Legen wir los. Ich habe ja momentan so Bock auf den FM. Gestern eine längere Bordeaux-Aufnahmesession gehabt. Das macht mir auch unglaublich Spaß. In Bordeaux bin ich schon ein bisschen weiter drin als hier, weil ich eben jetzt auch schon ein paar Folgen mehr Intus habe. Und es dauert ja immer so ein bisschen, bis man sich auf einen neuen Save einstellt. Aber ja, hier habe ich halt vor allem auch nur das Problem, dass ich an irgendwer die Namen merken muss. Da habe ich jetzt noch Probleme, um ehrlich zu sein. Also ich glaube, bis auf Rusek habe ich mir niemanden gemerkt. Also niemanden zumindest, den ich außerhalb des Saves, wenn mich jemand ansprechen würde und ich den FM nicht vor mir habe, dass ich mir da jetzt jemanden merken würde. Breite vielleicht noch, aber das war es dann auch schon. Nicht ganz so easy. Aber mit dem Kader bin ich zufrieden. Also ich glaube, unser Saisonziel werden wir auf jeden Fall erreichen. Dementsprechend mache ich mir auch gar nicht solche Gedanken. Sollten wir jetzt keinen Torhüter oder Linksverteidiger mehr bekommen. So, sehr gut von Schittil. Guter Seitenwechsel. Navratil verliert ihn, aber Zedlak bekommt ihn. Aber der Abschluss, kein Problem für Nguyen. Sehr gut von Slama aufgepasst. Schittil. Navratil hat Platz. Gegenpressing. Rusek super den Körper reingestellt. 1:0 von unserem Topstürmer Antonin Rusek. Den könnten wir echt in Bordeaux safe scouten. Statt Aliobaji, falls der
uns nach seiner Leihe verlassen sollte. Sehr gut von Sedlak und Rusek stellt da den Körper rein und bleibt dann ganz cool vom Tor. Damit gehen wir in Führung. Schöne Geschichte. Also sehr viel Ballbesitz, 4:0 Schüsse. Bisher ein ganz guter Start. Aufpassen jetzt, Bokorny macht das gut, Rusek auf Sip. Der muss den Rückwärtsgang einlegen. Slama mit dem guten Antritt. Toller Seitenwechsel von Slama. Navratil, Torwart ist draußen. Boah, brenzlig. Dongo. Jetzt wieder ruhiger Spielaufbau von den Jungs. Breite auf Jitil und da ist das 2:0. Aber allerdings abseits verdächtig. Schauen wir mal, was der Schiedsrichter sagt. Der Videoassistent gibt das Tor. Kein Abseits, wir gehen mit 2:0 in Führung. Schauen wir es uns nochmal an. Bokorny hier mit dem Pass auf Breite. Der nimmt ihn einmal mit und der Pass ist super gespielt. Also sieht gut aus, muss man ehrlich sagen. Schöne Geschichte. Gegner phasenweise schon richtig müde, also die schaffen diese Rotation nicht ganz so gut. Dafür sind sie jetzt mit einer Ecke gefährlich. Die geht aber zum Glück drüber. Schwartal läuft vom Ball davon. Den hätte er nämlich locker schon gehabt. Zum Glück kein Foul von Dongo. Matschik hält ihn leider so, dass er hinter der Linie ist. Auch keine clevere Aktion, damit Ecke. So, Sip. Gut auf Navratil. Der hat viel Platz, zieht nach innen. Boah, super Tat vom Torhüter. Da hat es beinahe schon geklappt. Wieder Ecke von den Gegnern. Also über Standards sind sie jetzt immer wieder gefährlich. Die einzige Chance irgendwie momentan für sie zumindest, dass sie irgendwie in Richtung unseres Tors kommen. Levin. Sedlak kommt nicht ran. Ja doch, Sedlak hat ihn sehr gut gemacht. Jan Sedlak. Ich bin richtig zufrieden. Wahrscheinlich scheitern wir jetzt im Pokal. Das wäre so ein Klassiker. Nein, aber ich habe mir nach dem Spiel gegen Viktoria Pilsen schon gedacht, dass wir ganz gut unterwegs sind in dem Jahr, dass die Taktik jetzt auch funktioniert nach ersten Anlaufschwierigkeiten, kann man glaube ich sagen. Und jetzt bin ich echt wirklich optimistisch, was den Safe angeht. Vor allem ist das Saisonziel jetzt, glaube ich, auch nicht gigantisch gewesen. Ich weiß zwar jetzt nicht mehr ganz genau, was es war, aber nichts Tragisches, glaube ich. Obere Tabellenhälfte oder so? Irgend sowas. Also das müssen wir hinbekommen mit diesem Kader. Schwattal, super, wie er da nach innen nochmal geht. Aber der Verteidiger kann gerade noch den Ball zur Ecke klären. So, Radim Breite. Mit der Flanke. 46. Minute. Kein Problem für den Torhüter. Nguyen generell mit einer guten Partie. Sollten wir uns vielleicht anschauen. Ich glaube, den haben wir schon mal angeschaut. So, ihr macht das großartig weiter so. Ich habe wirklich nichts zu bemängeln. Überlege gerade, ob ich irgendwo wechseln muss. Schaut mal auf die Spielpraxis von unserer Bank. Da sollte man in Zukunft vielleicht auch für die zweite Mannschaft Freundschaftsspiele ansetzen, wo wir die Jungs verfügbar machen können. Damit das in Zukunft besser ist. Weil wenn du da dann die Leute einwechselst, schon ein ziemlicher Nachteil. Also ich hoffe, dass wir stark genug sind jetzt im... Schittil mit dem 3:0. Im Pokal. Denn da spielen wir eben gegen einen unterklassigen Gegner. Da möchte ich eigentlich wirklich komplett durchrotieren. Und wenn es da Jungs drinnen hast, die alle keine Spielpraxis haben und alle... was wollte ich noch sagen? Keine Spielpraxis und alle nicht eingespielt, so wollte ich es eigentlich irgendwie formulieren, dann könnte das natürlich auch schwierig werden. So, auf jeden Fall, weil auch, 1:3, einmal gefährlich vom Tor und der ist schon wieder drin. Weil auch jemand von euch in den Kommentaren geschrieben hat, dass ich nicht schnell genug vorankomme. Es ist halt schwierig, also ich bin niemand, der da irgendwie Sachen rausschneidet, also vor allem finde ich es halt irgendwie auch blöd, nur die Spiele zu zeigen. Der Wochenablauf ist halt auch immer wieder wichtig und das Scouting ist halt auch, macht auch extrem Spaß. Auch wenn dieses Let's Play schneller sein soll als das Bordeaux Let's Play. Sobald die Transferphase zu Ende ist, werden wir ein bisschen schneller vorankommen und dann gehen sich schon 2-3 Spiele pro Part aus. Aber gerade jetzt am Anfang dauert das halt einfach ein bisschen.
War gut links raus. Zip. Oh, an die Latte. Schade. Jetzt werden die Gegner wenigstens müde. Wir sind topfit. Dongo macht das gut. Boah, beinahe der zweite Treffer. Also defensiv wirken wir auf jeden Fall nicht sattelfest, aber das sind halt auch wieder solche Aktionen, die halt pures Glück sind. Ein langer Pass und der geht halt irgendwie durch. Also von einem gefährlichen oder starken Gegner kann man nicht reden. Dieses Ding musst du halt echt verteidigt bekommen. Oh, schade. Chetil beinahe mit dem Hattrick. So, ich werde jetzt trotzdem beginnen zu wechseln. Ich überlege gerade, Dennis Ventura könnte ich bringen, als Spielmacher-Typ. Und dann zu den Ikedi, damit wir hier mal zwei frische haben. Das schadet sicherlich mal nicht. Und den Double Chief Jack, den werde ich vorne reinbringen für... Eigentlich ist Schittil müde, aber ich möchte... Nee, wir können ja hier nur dreimal wechseln. Das habe ich gerade ganz vergessen. Ich war noch im Bordeaux-Safe, da können wir fünfmal wechseln. Dementsprechend warte ich mit dem letzten Wechsel noch. Ja, die Jungs, Körpersprache nicht gut. Jetzt habe ich sie gelobt, jetzt ist wieder besser. Da merkst du schon, die verlieren dann die Lust bei so einem Spielstand. Und das ist gefährlich, weil du kannst halt schnell mal irgendwie das Tor kassieren. Hier sieht man es mal wieder. Dongo mit dem Fehler. Boah. Also eigentlich, Lattentreffer und das hier, könnte schon 3:3 stehen. Deswegen, da musst du schon gewaltig aufpassen. Gegen einen Gegner, der eigentlich nicht vorhanden ist. Also, darf nicht passieren. So, jetzt könnte man nochmal wechseln. Ich bringe jetzt den Chief Chuck für Rusek. Und dann schauen wir, dass Schittil noch durchspielen kann. Vielleicht hat er irgendwie noch diese eine Chance, die er braucht, um den Hattrick zu schaffen. Das wäre natürlich eine schöne Geschichte. So, Schwarzal, Ikedi, ah, da wird nichts draus. Aufpassen jetzt wieder auf den Konter. Ja, es sind immer diese Pässe in die Tiefe. Da müssen wir jetzt dringend was unternehmen in der Taktik. Also entweder wir gehen mit der Defensivreihe ein bisschen weiter zurück oder ich weiß noch nicht genau. Wir müssen uns das anschauen. Ich finde es in diesem Jahr ehrlich gesagt extrem. Und ich fand es im letzten Jahr schon heftig. Schaut euch das an. 2:3. Aber auch hier wieder sowas von dämlich. Also hier stehen wir mal viel zu weit weg. Hier zaghaft. Und dann sieht man halt, die haben halt jetzt eine volle Offensive gestellt. Schaut mal, wie viele Leute da im 16er sind. Dongo mit dem Tackling. Und ich weiß nicht, was Pokorny da macht, aber der steht halt einfach viel zu weit weg. Also versuche jetzt nochmal mehr zu fordern die letzten Minuten. Aber ich bin stinksauer. Hau ihn rein, komm. Ja, natürlich. 3:3. Solche Penner. Wirklich. Ich bin stinksauer. Also da werde ich, glaube ich, wirklich nachher ausrasten. Weil sowas Dummes. Du führst 3:0 nach 46 Minuten. Der Gegner ist eigentlich nicht vorhanden. Ja komm, komm, macht's den Sieg noch. Na, sorry, dass ich da wirklich so angepisst bin gerade, Leute. Aber ich würde am liebsten die Wasserflasche werfen. Boah, und da kann man nicht mal was sagen, was auch nur annähernd meiner Gefühlswelt entspricht. Zwei späte Tore, die uns hier einen sicheren Sieg kosten. Ich meine, ganz ehrlich, die waren einfach überhaupt nicht vorhanden. Aber die Jungs haben nachgelassen. Die haben's, die hat es einfach nicht mehr interessiert. Boah, bin ich sauer. Ach, sowas ärgert mich unglaublich. Gutes Talent. Hilft uns jetzt halt nichts, aber ich packe ihn mal auf die Auswahlliste. So. Also hohes Pressing passt mir, aber ich stelle die Defensivreihe halt, oder ich mache es so, dass wir hier auf Standard sind, damit dieser Abstand nicht zu groß wird. Die Defensivreihe weiter zurückziehen, damit wir reduziert die Anfälligkeit im Raum hinter der eigenen Abwehr. Dann machen wir vielleicht so, dass wir das gleich lassen wie vorhin, aber wir gehen auf weiter zurückziehen. Und ja,
Banken verhindern. Weil es so eine frühe, ja, teilweise sind es halt frühe Flanken, die dann kommen. Bin ich sauer. Kann ich jetzt noch ein Training machen für heute? Dann streichen wir gleich mal das Erholungstraining und gehen auf eine Spielanalyse-Sitzung. Und ich würde sagen, dass wir danach gleich mal einen Lauf machen. Oder gehen wir in den Kraftraum. Habt ihr euch verdient, ihr Penner? Sorry. Aber das nervt ihr wirklich. Aktuelle Formanalyse. Das ist auch schön. So. Also, positive Dinge. 7 unserer 9 Tore entstehen von Positionen nahe am Elfmeterpunkt. Das heißt, wir kommen also in diese guten Szenen. Wieder gewonnener Ballbesitz von Dongo ist gut. Aber was mich eher interessiert, ist auch das hier. Also wir kriegen, aber auch hier, also es fallen schon sehr, sehr viele Tore so dieses Jahr. Ein von 9 Toren wurde erzielt, als wir den Ball für 0 bis 10 Sekunden hatten. Okay, das ist wunderbar nichtssagend. Keiner unserer 24 Schüsse von außerhalb des Strafraums fand den Weg ins Netz. Gegentore durch Weitschüsse 1 von 10. Das ist auch nichtssagend. Okorny hat öfter als jeder andere Spieler den Ballbesitz hergegeben. Warum? Übersicht hat er keine. Aber gerade als Innenverteidiger sollte der die Bälle eigentlich nicht hergeben. Das heißt, wir gehen jetzt bei ihm mal auf eine individuelle Anweisung und wir sagen ihm, der soll beim Passspiel weniger Risiko gehen. Schauen wir mal, ob es funktioniert. Vielleicht das ist das ein kleiner Hebel, der uns mal ein bisschen hilft. Sau Kostal auch noch verletzt. Also, vielleicht sollten wir mal mit unserer Michaela hier so ein erstes Wörtchen führen. Denn eigentlich ist es ihr Job, dass sie sich nicht verletzen. Nee, stimmt gar nicht. Sportwissenschaftler sind, glaube ich, dafür verantwortlich, dass hier vorbeugend nichts passiert. Schauen wir mal bei den Mitarbeitern. Alter Schwede. Ja, die sind auch richtig schlecht. So, Michael ist unsere Chefphysio. Wen haben wir hier? Lukas Landowski. Physiotherapie 4. Da kann ich auch gleich Physio werden. Okay, das ist zwar zweite Mannschaft, aber was? Physiotherapie 3. Also ernsthaft, die haue ich gleich raus. Einvernehmliche Auflösung, damit es nicht ganz so teuer wird. Was ist denn das bitte? Ich kann auch am besten nichts und werde jetzt Arzt. Ein bisschen operieren und aufschneiden kann jetzt nicht so schwer sein. Hab Surgeon Simulator gespielt. Marek Elek, Physiotherapie 9. Den beide 9. Ja. Wie schaut es mit dem Vertrag aus? Ja, die haben. Was verdient denn der hier? Da würde ich auch so lächeln. Der hat echt gut verhandelt. 45.000. Na gut. Den rauszuhauen kostet halt zu viel. Die aus der B11, die streichen wir jetzt mal, weil die B11 brauchen wir sowieso nicht. Da werde ich jetzt nur mal die Testspiele einstellen. Also wir haben hier, wir haben in der Liga auch englische Woche. Aber hier gibt es dann ein paar Wochen, wo wir keine englische Woche haben. Da können wir auf jeden Fall ein paar Testspiele ausmachen. So, ich nehme da jetzt, wenn es geht, irgendwelche. Können von mir aus immer dagegen den Verein aus der Region spielen, weil da gibt es jedes Mal ein bisschen Geld. Gibt's hier auch noch Geld? Nee. Dann spielen sie halt einfach immer gegen den Club. Ach ja. Boah, ich bin wirklich angepisst. Ich kann das gerade nicht so richtig abschütteln, weil mich das so unglaublich ärgert. So, 2 Empfehlungen. Kutin und Schützenauer. Na gut. Also Kutin wird uns noch eher empfohlen. Vertrag läuft im Dezember aus. Könnten nur mal schauen, dass wir mit dem Berater vorher sprechen. Möchte sie seine Option offen halten. Das heißt, naja, man kann nicht mit ihm sprechen. Die Auswahlliste setzen die nächsten 6 Monate. Schaut es bei Tobias Schützenauer aus. Die wollen ihn nicht verleihen. Schaut es mit einem Kaufangebot aus. Bietet jetzt einfach das, was am untersten Ende festgesetzt ist. Ja, das fordern sie. Ich breche mal ab, vielleicht wird dann später nochmal was draus. Boah, das ärgert mich so. Lamena beginnt sich Sorgen zu machen wegen seinen Einsatzzeiten. Das ist schlecht. Eigentlich ein ganz guter.
Aber da haben wir eben das Problem, dass ich nicht so richtig weiß, was ich mit dem machen soll in unserer Taktik. Aber wir haben ihn eh schon auf die Leihliste gesetzt. Ja, ich kann nur. Ja, passt, hat sich gelöst. Ich habe gesagt, ich kann ihn nur verkaufen, weil die Leihe gab es nicht als Option hier. Warum auch immer. Dementsprechend. Ja, damit war er jetzt nicht so ganz glücklich. Hier mal. Das müssen wir jetzt auch noch kurz checken. Da ist nämlich Ausdauertraining in einer Woche, Athletiktraining in einer englischen Woche. Das ist wieder mal selten dämlich. Also bei sowas, selbst wenn ihr das so wie ich macht, dass ihr das Training nicht selbst macht, schaut bitte immer auf sowas. Wenn euch sowas auffällt, Athletiktraining, dann werdet ihr immer gleich hellhörig, weil da sind sie immer ein bisschen komisch, die Co-Trainer. So, ich wechsle hier jetzt mal komplett durch. Vrastil hat auch schon länger nicht gespielt. Tijani und Pokorny, dann haben wir den Webrek links hinten, dann haben wir rechts hinten den Dressler. Das heißt, wir werden jetzt hier im Pokal mal wirklich die komplette andere Mannschaft erleben, was vielleicht auch ganz interessant ist. So, jetzt müssen wir schauen. Šifčák vorne mit ja, Jan Votanell brauchen wir eigentlich. Ja, dann nehmen wir den als zweiten Stürmer. Die Frage. Eigentlich haben wir den Vanecek noch. Dann nehmen wir den hier. Dann nehmen wir den Votanell links außen. Dann nehmen wir rechts außen. Weil hier fehlt uns jetzt, uns fehlt auf jeden Fall ein Flügelspieler durch die Verletzung von Javier und durch die Verletzung von Kostal. Deswegen würde ich einfach den Patrick Slamena rechts außen spielen lassen. Wir können dem hier sagen, dass wir diese Position jetzt mit ihm trainieren. Vielleicht hilft er uns da in der Breite irgendwie mal weiter, falls wir nicht verleihen können. Weil dafür ist er jetzt nicht so schlecht. Jo, komplett durchgewechselt quasi. Ich bin so gespannt. Ich bin wirklich gespannt, ob das jetzt hinhaut. Mit der B11. Aber super, wie großkotzig ich vorhin noch red. Ja, läuft alles so gut. Und bei Viktoria Pilsen, da habe ich mir schon gedacht, es geht in die richtige Richtung. Dann einfach mal so verkackt. Na, einfach ärgerlich gelaufen, das Spiel. Abschütteln und weitermachen heißt immer so schön. Nicht nur im täglichen Toilettengang. Es klingt so, als würde ich nur einmal am Tag gehen. Monsterblase. So, Ikedi mit dem Pass in die Tiefe. Šifčák. 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 Okay. Kann den Namen noch 100 Mal sagen. Der wird nicht treffen anscheinend. Aber erste gute Chance. So, Votanel. Links außen. Setzt sich hier durch. Jetzt zieh noch immer durch und Vanecek per Kopf. Kein Problem für Groß im Tor. Im Tor ist immer gut, groß zu sein. Schauen wir mal, wie stark der ist. Bin generell jetzt auf einige Namen gespannt hier heute. Also, wir sehen viele Spieler, die wir noch gar nicht gesehen haben, wie den Dressler zum Beispiel. Ich glaube, den habe ich noch nie eingewechselt. Und dann andere Leute, wie zum Beispiel einen Ikedi oder Ventura, wo ich es durchaus spannend finde, die jetzt mal länger zu sehen oder Šifčák auch. Dass man die halt mal wirklich 90 Minuten lang sehen wird heute, im Idealfall. Šifčák ist super auffällig. Aber auch toller Pass. Ich glaube, das wird ein Überlängenbart. Jetzt sind wir schon bald bei 30 Minuten. Nur für euch, Leute. Nur für euch. Ikedi mit dem geblockten Schuss gegen Zverkov. Zverkov. Da gab es auch noch eine Legende, oder? In Milan. Wäre lustig, wenn er das ist. Mit 40 noch in Tschechien kickt. Dort Šifčák klärt. Slamena hat ihn nicht mehr, schade. Er ist leider nicht schnell genug. So, jetzt muss ich kurz mal schauen. Antonin Zverkov, okay. Den gibt es wohl nicht. Jetzt sind wir schon in der 22. Minute. Vrastil hat ihn, Ikedi auf Dressler. Lamena. Wieder Ikedi. Ah, gut von Webrek.
Guter Seitenwechsel. Votanel. Pass in die Tiefe. Ist super gespielt. Shift-Chuck. Alter. Okay. Also so auffällig und gefährlich er auch ist. Was der Chancen vergeigt hier. Ist auch nicht schön. Das ist eine dritte große Chance, wenn man die eine Doppelchance als zwei Chancen zählt, glaube ich. Aber er ist bemüht. Das sollte man ihm nicht absprechen. Und fehlende Spielpraxis macht es für ihn natürlich auch nicht leichter. So, Ikedi, Vanecek mit dem also auf die Seite, der nicht gut ist. Slamena, unnötiger Ballverlust, aber wir haben ihn wieder. Sehr gut, Votanel auf Shift-Chuck. Wieder geblockt. Slamena mit dem Eckball. Und Ikedi da irgendwie im Abseits, wahrscheinlich im Sichtfeld des Torhüters gestanden oder keine Ahnung. Ich glaube, Abseits ist da unten gestanden. Also wir müssten schon längst führen, aber wir haben das Spiel absolut in der Hand. Also es ist echt nur eine Frage der Zeit, vielleicht jetzt Vanecek. Also der Groß im Tor macht es wirklich großartig. Er zeigt heute seine wahre Größe. Webrek macht die Ecken, so wie es aussieht. Unser 37-jähriger Linksverteidiger. Und der ist drin. Shift-Chuck macht es endlich. Sehr schön. Erstes Saisontor. Und damit die verdiente Führung. Bilauf ist auch schön. Als Kürzel. Also ich hoffe, dass wir jetzt ordentlich nachlegen, damit es nicht noch zu knapp wird. Vrastil mit dem Pass in die Tiefe. Vanecek nimmt ihn gut mit, aber dann einfach zu eigensinnig, weil da waren sie zu zweit gegen einen. Also das war echt nicht gut gemacht von ihm. Match-Momentum, alles gelb. So. Bin sehr zufrieden, weiter so. Ich lobe sie jetzt bewusst, damit sie einfach von der Moral her sehr weit oben sind. Änderungen möchte ich eigentlich keine machen. Also am liebsten würde ich die Jungs hier, so wie sie sind, auf jeden Fall durchspielen lassen. Die brauchen ja alle Spielpraxis. Hoffe einfach mal, dass es so gut läuft jetzt in der zweiten Hälfte auch, dass es nicht notwendig ist, hier irgendwie zu tauschen. Aber wir sind vorne. Zu halbherzig. Beiden Innenverteidiger machen ihre Sache bisher gut, sehr gute Noten. Vorne Votanel und Shift-Chuck sehr gut. Wen haben wir als nächsten Part? Sparta Prag, glaube ich. Das wird auch sehr interessant. Ich hoffe, dass die im Pokal nicht schonen. Dass die dann vielleicht in der Liga ein bisschen müde sind. Das wäre natürlich cool. Also Vrastil. Ventura mit dem Seitenwechsel. Slamena mit dem tollen Pass in die Tiefe und Shift-Chuck lässt ihn schon wieder aus. Der Webrek. Standardsituation. Wow. Also was wir Chancen liegen lassen und dann machen wir so einen rein, das ist halt auch irgendwie schräg. Da der Kopfball groß ist, orientierungslos und Vanecek trifft ihn mit voller Kraft. Und Vanecek, Kraft 12. Ja, es war eher so minus 3. Zum Glück war das Gras nicht zu hoch, sonst wäre er wahrscheinlich stehen geblieben. Aber sind wir froh, dass da jetzt das 2:0 da ist, das beruhigt mich schon ein bisschen mehr. So, Webrek mit dem tollen Freistoß. Unser 37-Jähriger nimmt da seine ganze Erfahrung in die Hand, wäre blöd, in den linken Fuß. Der war richtig schön. Schön angedreht, groß, muss man ganz ehrlich sagen, war auch da wieder knapp dran. Aber den gibt es halt nicht wirklich.
Da wurden anscheinend bei dem Gegner einfach nur der, wurde der Verein einfach nur mit, ja, simulierten Spielern aufgefüllt. Nicht mal New Gen, sondern einfach nur so, ja, Füllspieler, kann man sagen. So, Slamena. Und Chief Chuck mit dem Kopfball. So, Dressler, gute Flanke. Und Votanel mit dem nächsten Treffer. Groß sieht da jetzt wieder nicht gut aus. Das erste Tor von ihm. Zum 4:0. Ich überspringe jetzt die Wiederholung, weil so schön war das jetzt auch nicht. 21:3 Schüsse. Also wenigstens da kommen wir souverän durch. Auch der zweite Anzug präsentiert sich zumindest jetzt gegen so einen Gegner. Ganz in Ordnung. Tijani, geh doch zum Ball. Also da irren sie teilweise rum. Ventura, gut rechts raus. Oder auch nicht. Irgendwie gedacht, Slamena ist dann näher dran und hat ihn dann, aber da habe ich mich ordentlich verschaut. So. Gut links raus. Votanel hat ein bisschen Platz. Auch ein guter Antritt von ihm. Der Pass war auch gut und Vanecek mit dem scharfen Abschluss. Zu zentral, daher kein Problem für den Torhüter Groß, der zur Ecke klärt. Was macht Votanel? Holt auch wieder eine Ecke raus. Jetzt haben wir den Webreck. 75. Und da gibt es 11 Meter. Ist ja spannend. Keine Ahnung warum. Vanecek wird jetzt auf jeden Fall die Verantwortung übernehmen. Und Vanecek platziert ihn perfekt im Eck. Sein zweiter Treffer zum 5:0. Bin ich froh. Aber das 3:3 ärgert mich immer noch. Wird es wahrscheinlich auch noch länger. So, Ventura. Solche Pässe ärgern mich. Auch wenn es 5:0 steht und um nichts mehr geht. Slamena. Boah. Chief Chuck. Auch er mit dem Doppelpack. 6:0. Das schauen wir, glaube ich, jetzt nicht noch mehr alle an. Der Gegner ist jetzt auch richtig müde. Na, bin ich zufrieden. Das erste Tor hat zwar recht lange gebraucht, aber das ist oft so gegen so schwache Gegner, dass wenn das erste Tor mal gefallen ist, die Dämme gebrochen sind so quasi. Und das dann halt wirklich dahin geht. Ja, sind wir zufrieden. Gute Arbeit von jedem hier, das war klasse. Ausrufezeichen setzen als Erfolg. So, wie schaut's aus mit unseren Gegnern jetzt in der Liga? Wo ist Sparta Prag? Ich glaube, die sind noch nicht im Pokal eingestiegen. Das heißt, die kommen top ausgeruht. Befürchte ich. So, Chief Chuck lobe ich jetzt nicht, weil er hat mir zu viele Chancen vergeigt. Ah, gut. Die haben dafür Champions League gespielt. Nee, Conference League Quali. Sorry. Mich verlesen. Das heißt, das ist für uns auch kein Nachteil, wenn der Conference League Quali werden die sicherlich nicht geschont haben. Urgestein Webreck, ältester Torschütze. Wie cool ist denn das? Stimmt ja gar nicht. Ach so, natürlich, er hat seinen Rekord quasi erhöht. Wahrscheinlich. Na, lustig. Ich habe gerade gedacht, dass das sein erster Treffer war, aber das ergibt irgendwie keinen Sinn. So, Sippe erhält die Einberufung zur U21. Auch das recht gut, aber ärgerlich, weil das halt genau in der Zeit ist, wo wir ja, Liga haben und zwar englische Woche auch noch. Muss ich mal generell Viktoria Pilsen gegen Rapid, 27.10. Gruppenphase, so wie es aussieht. Jetzt ist der irgendwie interessant. Nee. Jetzt muss ich kurz noch was checken. Wie schaut es eigentlich mit der Winter-WM aus? Ab 30.10. ist ruhig. Da ist zu Ende. Da werden wir dann, glaube ich, auch einiges überspringen. Weil sonst dauert das ewig. Boah,
Ich habe schon komplett überzogen. Ja gut, danke fürs Einschalten, Leute. Spannender Part war es auf jeden Fall. Wie gesagt, das 3:3, unfassbar ärgerlich. Dafür sind wir wenigstens souverän im Pokal weiter. Nächster Part wird sehr, sehr spannend mit dem Spitzenspiel gegen den tschechischen Topclub Sparta Prag. Vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal.